Hallihallo, liebe Freunde, und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Let's Play World of Tanks. Wir durchforschen immer noch die Schweden, beziehungsweise, ja, wir sind ja eigentlich gerade erst angefangen, da darf man nicht von immer noch reden. Der Blacky ist heute wieder mit am Start. Hallo. Hallo. Hallo, hallo, hallo. Ja, und heute ist der Tier 3 Jäger von den Schweden dran. Der nennt sich LKV-72. Das ist hier so ein schöner Cabre-Panzer, sieht aus wie so eine oben abgetrennte SU-85. Und ich bin mal gespannt. Aber ich behaupte immer noch, das ist ein I. Das ist was? Das ist ein I. Ein I? Mhm. Also ich sehe da irgendwie jetzt ehrlich gesagt kein Ding inzwischen. Keine Leerzeile, aber naja, gut. Nee, aber das heißt IKV. Okay, ja, dann heißt er halt IKV. Ja, und zwar aus folgenden Gründen. Wenn du siehst, bei den Panzern sind eigentlich alle Erstbuchstaben groß. Ah. Egal bei welchem. Ah, okay. Das ist das erste Indiz, und das zweite Indiz ist, ja, links daneben habe ich einen STRVM40L. Ja. Mit großem L. Also, aha, ich vermute, das ist ein IKV. Okay. Ich bleib einfach bei Tier 3 Jagdpanzer Schweden. So. Die sagen komisch. Scheiße gemacht. Oder? Was? Ich hab Scheiße gebaut. Oh oh, oh oh. Was ist da los? So. Ja. Schauen wir uns mal diesen. Wieder geregelt. Ah, okay. Ja, schauen wir uns mal diesen tollen Cabrio-Panzer so lange an, während Blicky da was auch immer da gerade tut. Aha, es geht los. Wunderbar. Ja, ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt. Wir haben uns gerade schon mal ein bisschen den Forschungsbaum angeschaut. So grob überschätzt knapp 9000 Erfahrungspunkte braucht man, um ihn komplett zu erforschen und auch dann schon auf Tier 4 hochzugehen. Das wird natürlich ein bisschen viel für die heutige Folge, aber ich denke mal, so 8900 müssten wir eigentlich hinkriegen. So in etwa. Ha, 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 ha. Heute sowieso? Ja. Ja, was hau ich denn so an Schaden raus? 110 Schaden. Mhm. Tja. Ich glaube, ich werde mal oben auf K0 oder sowas gehen. Ich teste das Teil mal in der Stadt. Ehrlich? Ja, ja. Respekt. Ding ist schnell. Nee. Mit 57? Ja, aber da brauche ich ihn bis auf 57 jetzt. Ich habe jetzt gerade erstmal 30 auf Start. Naja, das schon, aber eigentlich ist das schnell, 57. Ja. Das liegt wahrscheinlich auch daran, weil ich noch gar nicht einen dicken Motor habe und so, ne? Mhm. Aber der wirkt auf jeden Fall angenehm flach. Das sagt mir schon mal ganz gut zu. Erinnert an die Russenjäger? Ja, wobei, ja gut, der ist jetzt deutlich kleiner, aber er ist auch, finde ich, deutlich flacher. Ach du, ach du, ach du, ach du, ach du. Dass ich, boah, der lange Richtzeiten. Ja, Schaden gemacht. Und nochmal Schaden gemacht. Was bin ich noch ein geiler Typ, ey. Also die Kanone finde ich jetzt durchaus akzeptabel für Tier 3. Oder? Hm, haben noch nichts gemacht. Das ist nicht viel.
Mann! Ich komme hier an nichts. Oh, jetzt doch. Was war das? Oh oh, oh oh. Scheiße. Ach, Kacke, jetzt bin ich auch. Mann, war klar. Na klar. Natürlich. Warum auch nicht? Ich sehe sie nicht mehr. Hauptgeschütz getroffen. Jetzt ist mein Geschütz auch noch platt. Ja, alles klar. Und der Jäger neben mir, man macht einfach mal gar nichts. Ich musste von hier sogar drauf schießen. Mann, ey. Wieder so einen sinnbefreiten Tod gestorben, ne? Ist der Jäger da? Vierer Jäger sieht auch witzig aus. M43. Ganz schön hoch, der kleine Knuddel. Das ist die viereckige Schacht. So in etwa. Sieht ganz witzig aus. Das hat, glaube ich, eine AE-Kanone. Nee, ist viel zu dünn. Dann ist das der 6er. 5er oder 6er? Der 6er ist, glaube ich... Warte mal, der 6er ist... Oh! Oho! Blackie! Krasser Typ, ey. Ich glaube, der 6er ist so klein und flach schon. Ich glaube nicht, dass das ein Knubbel ist. Geil, dritte Klasse für so eine Scheißrunde. Nicht schlecht, nicht schlecht. So, 826, was kann ich denn erforschen? Erstmal Kette. Ganz wichtig. 486 und Motor. Ach, das Hochgerät haben wir ja schon. Genau. So, Kette und Motor, dann könnte ich jetzt quasi mir schon mal ein Tarnnetz drauf packen. Und was nehme ich noch? Ach komm, ich nehme mal eine große Werkzeugkiste. Auf geht's. Dann haben wir jetzt noch 316. Ja, noch Funker und Kanone. Ja, genau. Was nehmen wir mit? Ich habe jetzt Scherenfernrohr, Tarnnetz und Werkzeugkiste. Boah, so ohne Lampe und so 75% Grundskill fahren, ist echt kacke, ne? Man ist da fast Dauer gespottet. Je nach Karte. Schließen du. Ah, da. Sollen wir auf B1 oder was? Ja, wieso nicht? Da kann ich meistens hin. Ich guck mal gerade. Relativ agiles Team, die beiden Hetzer, da müssen wir aufpassen, wenn die 10-5er drauf haben, dann ist das nicht ganz so toll.
wie scheiße klein einfach der Aufklärbereich von diesen Panzern ist, ne? Mhm. Wenn du bedenkst, mit einem 10er auf dieser Map stehst du da auf B und spottest bis auf K. Richtantrieb wäre hier, glaube ich, ganz hilfreich. Ja. Definitiv. Also ich kann noch nichts anvisieren hier. Sehe ich mal den Cruiser 4 da hinten. Okay. Halt auf jetzt. Komm, hier sehe ich nicht durch. Ah doch. Hast du einen Scherenfernrohr dabei? Jo. Ja, aber trotzdem wird bis E. Mhm. Bis Ende E. Wobei, da wird nicht mehr viel kommen. Ich glaube auch nicht. Ich werde mich stehen. Ja, ich werde mich jetzt da hinten hinstellen, wo der Hetzer ungefähr steht. Damit ich da noch ein bisschen was wegdübeln kann. Aber ich gehe sie dann nach ganz hier hin. Ich sehe da auch keine Bewegung. Nur noch Jagdpanzer über. Läuft. Ich habe also bislang schon satte 107 Schaden gemacht, ne? 336. Pff, krasser Typ. Irgendwie lag's bei mir. Okay. Irgendwie stimmt da hart was nicht. Ich habe einen 35er Ping. Ne Ping habe ich 20. Okay. Hä? Alter! Hm? So, jetzt. Geht wieder.
Ach du Scheiße. Ja. Ich hab da den Lag, dass mein Panzer sich erst bewegt, 2 Minuten nachdem ich gedrückt hab. Irgendwas war jetzt da. Ach, hey. Das habe ich aber auch mal des Öfteren. Dann versetzt ihn so komisch. Bereit zu feuern! Wo sind sie hin? Hm. 107 Schaden, ey. Da mache ich einem 5er Match mehr. Ach, hör doch auf, ich kann doch nicht daneben schießen. So blind kann doch keiner sein. Feuererlaubnis erteilt! Kette wurde getroffen! Ey, ernsthaft? Der steht vor mir und ich schieße daneben? Oh, 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 oh. Ja, die Spielqualität, liebe Zuschauer, nimmt immer weiter ab in den unteren Tierstufen. 152. Ach Gottchen. Oh, 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 oh. Ja, am besten sofort beiseite legen und nächste Runde starten. Das ist das Einzige, was da zählt. Hm. Ja, ich werde mal hin auf den Berg gehen, wa? Los geht's! Ja. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, aber das ist, glaube ich, die einzige Chance, die ich jetzt gerade hier habe. Das ist eine Scheiß-Map für Jäger. Da kommen die Heavys zu weit nach vorne, die machen dich auf hier hinten. Ich stehe nicht schlecht, ich habe schon 425 gespottet. Hat zwar noch nicht selber geschossen, aber egal, ne? Ich hab 10. Schaden selber gemacht, oder was? Nee, nee. Nicht möglich. Und wenn ich mich jetzt bewege, gehe ich sicher auch. Ja, ich vermutlich auch. Der Regen neben dir ist offen. Jetzt
bin ich offen, definitiv. Oh, der Scout da drüben. Fahrer verwundet! Wie soll denn so? Ah, ich bin schon Fratze. Ich bin schon kaputt. Regen. Ey. Warte, wieso? Boah, dieses lange Ein-Aim, ne? Die Kanone ist ein bisschen kacke. Das ist aber auch echt schon ein bisschen zu lange für Tier 3. Braucht bestimmt einen Richtantrieb. Ich weiß nicht, ob das mit der nächsten Kanone besser wird, aber auf jeden Fall, die Kanone ist selbst für Tier 3. Kann nicht sein, dass die über 3 Sekunden brauchen, um den Kreis zuzuziehen. Ich meine, gut, 75% Crew hin oder her, aber das ist schon echt lange. Mhm. Zumal du gerade viele Panzer hast, die halt extrem schnell vor dir stehen, ne? Ja. Das finde ich schon ein bisschen echt heftig. Ja gut, und der Rest, was daneben hätte gehen können, hat unser Team dann erledigt. Ja, aber 110, 120 Schaden. Das ist in Ordnung, das geht. Der hat ihn schon raus. Das ist das, also von der Durchschlagskraft und so her ist das eigentlich ganz okay, aber das lange Ein-Aim, das finde ich ist schon echt. Deswegen. Ja, wegen der Crew wahrscheinlich. 441 ermöglicht. Ja, nicht drüber nachdenken, weiter geht die Reise. Ja, wir können im Endeffekt jetzt eigentlich auch nur noch durchfahren, weil wir... Alter, warum sind wir denn immer laut hier? Vor allen Dingen, wir sind die einzigen Dreier in einem Fünfergefecht. Gute Frage. Kann es doch nicht sein. Die wollen es uns schwer machen. Ja, wahrscheinlich wohl. Ob man es nicht schon schwer genug hat. links. Ja, momentan kann man ja eigentlich nicht viel machen, außer wirklich durchfahren und sich die Punkte einheimsen. Die Erfahrungspunkte, weil wir haben jetzt, glaube ich, nur noch die andere Kanone und das Funkgerät mit jeweils über 2000 Erfahrungspunkte, glaube ich. Ne? Ja, was ist das Funkgerät? Was, glaube ich, 3000 sogar, oder? Oder 3000 sogar, genau. Ich glaube auf jeden Fall. Also hier noch allzu viele Folgen aufzunehmen, da macht wahrscheinlich keinen Sinn. Nein. Wir fahren jetzt hier den Dreier, wie gesagt, noch so 2-3 Ründchen durch. Und ja, dann melden wir uns wieder, beziehungsweise ich melde mich wieder, wenn wir dann in Tier 4 angekommen sind. Im Besitz des Vierers sind. Genau. Oder der Vierers. Und dann natürlich logischerweise die ersten Röntgen in Tier 4 fahren. Ist ja wohl klar wie Klößchen. Wow. Nicht durch den Busch durch. Alter, auch mit dem Richtantrieb hast du da noch Ewigkeit. Hast du seinen draufgehauen oder was? Naja, ich hatte da noch einen Plan. Sonst hätte ich das nicht gemacht. Ich bin aber 20 nicht mal... Ich hab noch nicht mal einen Abpraller gehabt. Was? Toll, Stock. Hast du super gemacht. Top-Tier und direkt schon raus.
Ja, wenn du da links offen bist, du hast da keine Chance wegzukommen. Ja, ich fahre nicht mit dem Jagdpanzer ganz nach vorne. Nicht wirklich, ne? Da wo ich stehe, müsste man stehen, ne? Ja. Ah, du bist da gleich da vorne. Das wäre auch... Viel weiter würde ich hier nicht mehr. Oh, M4. Bis ich eingeengt bin, ist der schon lange wieder weg. Oh, da kommt links was. Ausgeschaltet. Also das sah aus, wenn die Kugel da eines mal Kilometer weit drüber weggehen, Flo wäre. Boah, die fliegt aber echt langsam, die Kugel. An den komme ich nicht ran. An die Materie komme ich auch nicht dran, die steht zu tief. Könnt mal gucken, M4 da hinten? Ne, steht zu hoch. Ein bisschen vor. Ich sehe nicht mal den Heavy. Den sehe ich auch nicht. Also ich sehe ihn nur auf der Minimap, sagen wir es mal so. Ich muss noch ein Stück nach vorne. Kann ich sehen. Vielleicht da drüben irgendwas? Okay. Sicher, dass du nach vorne fahren willst? Ja, bei 9 zu 5. Ich versuche dein Heavy mal. Da kenne ich mal was auf. Ja, bei deinem Spotting-Reichweite kann doch nichts passieren, ey. Also ich komme mal zu dir. Doch, denn in den Heavy, wenn er noch da stehen wird, dann müsste er aufgehen. Da schießt nicht mal wer. Ich glaube, die haben sich nach hinten verkrümelt. YOLO, ab nach vorne. Oh, links. Ja, so gut. Feuererlaubnis erteilt. Wo sind sie hin? Nicht mal angekratzt. Aber der erste fast 200 Schaden. Ernsthaft, ich hab den nicht auf. Ich hab nicht keinen Schaden gespottet. What the fuck? Alles klar. 143 Schaden hat mir die AT weggehauen. Oha. Okay. Das war wahrscheinlich der Jäger, ne? Mhm. Warum muss ich immer nach vorne fahren? Warum muss ich immer drauf gehen für die anderen? Das ist eigentlich nicht zu glauben, ne? Ja, nicht. Verstehe ich nicht. Naja, wieder mal ein Überlegenheitszeichen dritter Klasse und sonst nichts auf der Reihe gekriegt. Super Aktion. 6 Schüsse, 4 davon nur mit Durchschlag. Mhm. Ja, dann... Noch ein, zwei Röntgen. Ja, ich denke, ein, zwei Röntgen können wir noch.
Och, wir sind Top-Tier. Mensch. Ich glaube, wir sind danach auch ziemlich top im Arsch. Am Arsch, meine ich. Alter, 5 Jäger. Ich bleib hinten. Ich geh in die Stadt. Ich bleib hinten. Ich gehe diesmal nirgendwo hin. Aber bei hier hinten bleiben. Ne? Ja, nee. Wenn du aufgehst, kannst du nicht weg. Artis gibt's zwar keine, hä? In der Stadt kannst du aber auch nicht weg. Ich bin BT7 Arti, PZ1 10, L60 oder 2 T2 Leitern dran. Ne, ohne Arti kann man gemütlich hier hinten stehen bleiben. Weißt du, jetzt kommen sie alle durch die Stadt, ne? Ja, also das kann doch wohl nicht wahr sein. Umfahrt. Ich finde, der Richtbereich ist auch ganz schön klein bei dem Teil, ne, Kanat? Ja, ziemlich. Ach Mann! Erwischt! 7:2. Ich hab wieder mal 0 gemacht. Oh oh. Komme. Da oben. Kannst du den anvisieren? Hm. Ich arschknapp die Decke. Ja, genau. Hm? Ich habe auf den Jäger da hinten gezielt, ohne einzuheben, und der Schuss ging da über die Burg. Auch oh, nicht schlecht. 11:4. Ach, genau, keine Rede. Du musst da mal schießen, ohne einzuheben. Einfach so. Der Schuss geht da irgendwo hin. Oh, 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 oh. Ja, also ich habe ganze 36 Schaden gemacht. Ich habe 167. Das. Mann. Ja, schlechte Runde. Ganz schlechte Runde. Irgendwie ist ja... Was? Irgendwie hat da jetzt noch einer unseren eigenen Spieler gekillt. Oh, 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 oh. Ich müsste kurz weg. Ja. Was? Du musst kurz weg. Willst du noch eine Runde machen? Nö. Ich würde sagen, nö. Ich denke mal, wir machen jetzt Feierabend. Kann ich ja keinem zumuten, wie ich hier heute spiele. Also ja, auch wie es allgemein läuft. Gott. Das ist im Moment einfach. Ja.
Naja, ganze 36 Schaden, ein Kill, atemberaubende Runde, aber naja gut. Ja, liebe Freunde, das soll es an dieser Stelle auch dann für heute gewesen sein, der Tier 3 Jagdpanzer LKV oder IKV, wie Blacky ihn nennt. wird uns mit Sicherheit jetzt noch die nächsten 14 Tage, wenn nicht sogar 3 Wochen, wenn das so bescheiden weiterläuft wie gerade, noch erfreuen, bis wir ihn dann durch haben. Und ja, dann wird es in den nächsten Folgen dann logischerweise die beiden Tier 4 Panzer von den Schweden geben, sprich den leichten, ich glaube, das ist Tier 4 ist noch leicht. Tier 4 ist noch leicht und natürlich auch den Tier 4 Jäger. Also ja, seid gespannt, was wir dann davon berichten, ob wir dann oder ob wir überhaupt noch davon berichten oder ob wir schon so die Kappe aufhaben, dass wir sagen, weißt du was, fahrt doch die Schweden alleine, ihr Lappen. Ja, nichtsdestotrotz möchten wir uns natürlich bedanken fürs Dabeisein, fürs Mitfahren und so weiter und so fort. Ihr könnt ja mal schreiben, wie eure Erfahrung mit den Schweden so ist. Ich muss ganz ehrlich bislang sagen, nö. Oh. Hallo, Kass. Das geht so. Ja, naja, naja. Ja, wahrscheinlich bin ich auch nicht so momentan so. Naja, egal. Ja, nichtsdestotrotz, Blacky, auch erstmal einen herzlichen Dank an dich und ich sag mal, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, du? Ja, denke also, schon. Ja. Okaychen. Okay, Babes, dann bis dahin reingehauen und tschüss. Tschüss.